Scherbe eines lebenden Gefäßes. Ach ja. Nice, du kannst die echt gut staggern mit dem Ding. Nein. Okay, okay. Ja, jetzt auch nochmal ein Krümmel. Der ist gespawnt. Ach so, den bekämpfst du hier. Ja, hier machst du mehr Damage. Ah, jo. Okay, okay. Man überlebt einfach diesen Todessprung, ne? Das ist so Quatsch, ne? LOL. Ja, da vorne den, ne? Na, ist das Quatsch, ne? Ah! Ah! Oh. LOL, der hätte mich auch fast runtergeschoben. Voller Abschluss. Ei. Ich wollte sagen, wenn du jetzt die Execute-Animation machst, ne? Giga gefährlich. Jo, oh. Springst ja halt einfach ganz elegant runter, ne? Dann überlebt man das. Ja, weiter geht's, ne? Ja. Das ist Quatsch. Das ist schon wirklich Quatsch. So, jetzt erstmal wo lang gehen, wo ich eben nicht war. Verlorene Kriegsasche liegt hier. Oh. Ja, auch lang nicht mehr. Ups. Die Rücken massiert. Liegt auch noch ein Item, siehst du mal. Alles im Stress übersehen. Doch wie komme ich hier hoch? Ey, verbübscht. Lol, die Leiter funktioniert, aber nicht ganz. Jetzt ist ja auch kaputt. Okay. Ist hier rum? Da halt. Oh. Zack hier drauf. So, jetzt. So. So. Ich komme mal nicht durch. Oh Mann. Ärgerlich. LOL. LOL, hat der viel Schaden gemacht. Oh Mann, Mann. Haben wir noch einen Heal an hier? Ja, ja. Ich versuche gerade noch hier in die Mitte zu kommen, aber. Da hinten ja, liegt noch ein Item, ne? Ja. Aha. Oh, Junge. Ja, guck mal. Okay, bye. Perfekt hier in die Lücke. Mögen die mich so sehr? Schwerer gesprungener Topf ist in der Mitte, ne? Okay, okay. Okay.
Aber Sackgasse. Ja. Also hier lag auch noch ein Item. Genau, genau. Okay, und es gibt noch ein Item da hinten oben irgendwo. Wissen wir auch immer nicht, wie man da drauf kommen soll. Ach hier, lol, okay. Schwer gesprungener Topf. Na ja, jetzt. Hätte sich das jetzt auch geklärt. Können wir einfach den Shortcut nehmen im Prinzip, indem man direkt von dieser Seite hingeht. Na gut. Ich kann jetzt gerade nicht folgen, wo du bist. Ja, am Anfang hat man noch ein Item gesehen. Da musst du aber einfach nur hinlaufen. Hier ist ein Weg hoch. Hier. Versucht gerade zu finden die ganze Zeit, aber. Hallo. Aha. Ist aber nur ein schwer gesprungener Topf hier. Oh, okay. Aha. Okay. Boah. Guck mal. So. Hat jetzt nicht den krassen Effekt da. Mhm. Ja. Immer noch ohne. Verlorene Kriegsasche. Genau. Und hier ging es jetzt noch raus, oder? Nö, ne? Ich suche gerade noch den anderen Wayo. Hier ist der zum Rausgehen. Ja. Oder wo bist du vorhin gestorben? Hey, gut. Gut. Konnte ja nicht ahnen, was für ein Quatsch hier gemacht wurde. Ja. Perfekt. Mama top sauber. Das mag der nicht so gern. Hier mit den komischen Dingern, ja. Guck dir das an! Ja, tschüss, mach's gut, ne? Ja, tschüss. Alter. Wie viel Schaden der macht mit seiner Explosion. Du darfst den nicht zu lange mit so einer Art von Waffe durchdringen, glaube ich. Ja, ich muss jetzt den ganzen Weg normal machen, oder? Nochmal zitterig für mich. Perfekt. Ja. Ich komme dann in so 10 Minuten. Mhm. Alles klar. So, ersten Kackroll haben wir schon mal geschafft. Jetzt kommt das Springen. Die Lieblingsaufgabe in dem Game. Oh. Jetzt sind die vier Fleischklöpse auch mal dead. Ich bin jetzt gleich bei dem Raum mit den Töpfen. Bin jetzt gerade an der Brücke. Ja, er hat mich trotzdem rammen können. An die Rammen ein? Sowieso! Was ist nein! Die Sackgesichter. Okay, du darfst nicht gegen die rollen, weil dann auch diese Töpfe kaputt gehen. Ich verstehe.
So, den Topfraum habe ich jetzt auch geklärt. Also niemanden gekillt, aber ich bin jetzt da. Landet hier schafft. Wunderbar. Hat doch gar nicht so lange gedauert, ne? So, jetzt suchen wir mal den Jump hier. Ah, das hat funktioniert. Gut. Und hier springt man jetzt wieder 8 Kilometer in die Tiefe und überlebt das dann, ne? Ist ja richtig so, ne? Genau. Okay, tschüss. Ja, kriegst natürlich keinen Schaden. So, wie sich's gehört. Boah, was eine Geburt, ne? Ja. Und ja, vor allem jedes Mal, wenn wir jetzt sterben, ne? Obwohl, ne, hier ist Marikas Statue. Echt, du? Ja. Ah, nice. Ein Segen. Oh, mal. Ein Segen ist das. Man darf sich nur nicht verdrücken. Ja. Aber mit ultra vielen Debuffs dann, da wird er jetzt schwer ist. Was auch immer das ist. Ja. Oh, los geht's los, ne? Okay. Nee, erstmal gucken. So, jetzt hier. Was ist das denn für ein Kollege? Der sieht ja ganz human aus. Ja. Halb human auf jeden Fall. Ja. Einfach ein Targetable gewesen gerade, okay. Yes, er kann sich nicht gegenhalten. Keine Chance, Junge. Der Bora hat zugeschlagen. Halbmenschen, Schwertkämpfer Josh. Lol, so ein richtiger Gollum. Halblinge. Ja, das war's dann, ne? Das war dann jetzt der zurückkehren. Boss. Aha. Also der Weg hierhin war auf jeden Fall wesentlich schwerer. Ja. Aber ich hätte ja machen können. Wild. Wild. Ich dachte, da wäre jetzt so ein richtig schwerer Mob drin, ne? Der war ja komplett überrumpelt von allem. Ja. Gut, darf er ja auch sein. Ja, auch ein bisschen überrumpelnd. Ja, endlich diesen Ast weglegen und wieder das andere Amulett ausrüsten. Gewöhnt man sich schnell dran, dass man permanent Life-Rack und Mana-Rack hat, ne? Ist immer geil. Mana Rex wirklich ein Segen. Ja. Gut, und jetzt das nächste, was ich auch schon rausgefunden habe. Höhle der Elak ist der perfekte Waypoint, um zum Roten Schloss zu kommen, also in die andere Richtung zu gehen. Ne? Oder was auch immer das ist. Ich weiß ja nicht, was das ist, ne? Aber das, wo du hin wolltest. Das ist so doof, dass man nicht pingen kann, ne? Ja, ich reiß da jetzt hin und siehst du meinen Pömpel. Ah, ja. An der Elak. So, jetzt. Ja, an der Elle. No. Da kann man nämlich rechts und links gehen. Ne? Und wir haben uns ja beim letzten Mal fürs links und runter entschieden. Weil wir ja zurück wollten und dann haben wir ja dieses Riesengebiet eröffnet. Und jetzt gehen wir rechts einfach zu diesem kleinen roten Schloss. Ach, das ist hier unten direkt. Ah ja, ja. Ja, genau, schön. Richtig. Deswegen, das war perfekt halt. Habe ich eben extra noch gecheckt, dass du nicht da warst. Ja, jetzt geh mal ganz vorsichtig in diese Richtung. Nee, das ist die falsche. Ja. Noch Kokoloku machen, ja. Kokoloku. Ist nicht. Und dein. Ja, Spanien ist im Finale, ne, by the way. Na, nice. Wir haben das gewonnen. Wer hätte das gedacht? Ah, ja, könnte das sein. Wenn du bist außen lang, okay. Jetzt mal, du musst mal hier lang gehen.
Ah, jetzt habe ich den Wundertrank getrunken. Den Wundertrank, der Trank der Wunder. Da muss man langhalten. Oder gehen, kannst auch gehen. Gehen reicht eigentlich. Warum so mystisch? Ist hier wieder irgendwas, was ich nicht sehe, oder was? Nee, nee. Den Drache? Nein. Nur Ratten? In eurer eigenen Heimat? Bam. Yeah, boy. Davon liegt ja ein Item auf dem Stein. Aha, aha. Warum unterstreichst du das jetzt gerade so? Das hab ich noch nicht aufgehoben, deswegen, ich sehe das ja so auch noch. Jumpscare, ja? Nee, kein Jumpscare. Ja, guck mal. Ein fetter Fall. Als der Kollege da war, bin ich aber trotzdem schon stark wieder abgehauen. Oh, wie meine man. Was lacht da jetzt? Also nur so eine Boli oder so. Aua, der macht ja zweimal Schaden mit dem Schwanz. Aua. Boah. Geil. Let's go. Ich schätze mal, Feuer ist nichts zu denen. Oh je. Das ist schön. Ah. Ey! Oh nein, er hat mich gegessen. Es überlebt irgendwie. Junge. Mit der Keule hops genommen. Ich bin stuck und muss vernichten. Sehr gut. Ah, ich mach das dann. So, genau. Easy. Nice. Wow. Gehörntes Kind. Mhm. Das ist ein Consumable. Aha. Nice. Der Fehler umrascht den süchtigen Geist. Ah, wir konnten, wir haben ja jetzt dieses Echo des tanzenden Löwen. Da wissen wir noch nicht, was wir kriegen, theoretisch. Ja, ne? Schick. Wir haben so Geisterbälle und wenn Gegner kommen, dann sind die wahrscheinlich jetzt hier. Ja, lauf mal seitlich so gegen einen Stein, dann despawnen meistens. Ja. Ja. Das ist bei den Schwertern leider auch so. Sonst hätte ich diese garianischen Schwerter verwendet. Oh, 560 Schaden ist aber gar nicht so bad. Ja. Ah, 702 allerdings schon. Mhm. Ach so, ich hätte aufleveln sollen, ne? Mit 4,5 Millionen Seelen. Huch. No. Die ist ja schon dead. Hm. Ui. Die sind hier alle schon dead. Das ist kein gutes Zeichen. Mal gucken, was hier in der Ecke liegt. Nix.
bisschen wieder so höhlig aus, aber es ist nix. Ja, auch die ganzen Flattermänner sind dead, die hier liegen. Lol. Die haben wir doch gerade eben schon gemacht, die kommen doch her, lol. Laufen, reiten wir zurück oder was? Ne? Ja. Ah. Nee. Ich würde schon sagen, also irgendwas Später, stimmt Alter. Hier ja nicht. Ja. Oh, perfekt. So. So, guck mal. Ah ja. So. Noch mal ein paar Fliegenfüßer. Ja, bei mir auch. Letzten Angriff drücke ich nie. Ich finde das immer so interessant. Ne? Da macht er die zweifach hintereinander schwere Kombi. Und dann drücke ich währenddessen nichts. Und dann macht er danach noch einen leichten Schlag. Immer so wild einfach. Immer noch so, ja. Einen fetten aufgeladenen Schlag und danach immer noch einen kleinen Effekt. Einfach Programm. Ja. Wie ihr? Liegen? Wie? Wer kennt's nicht? Schimmeln die Fliegen. Fliegen, die schimmeln. Mein großer Trupp. So, jetzt habe ich den Execute selber verkackt. Danke. Davon liegen aber gigantisch viele Dead Leute. Und diesmal sind wir safe in die richtige Richtung gelaufen. Türmen sich hier so ein bisschen. Genommen. Ja. Silbernes Horn. Aha. Aha. Schon wieder. Okay. Das ist halt eine Krabbe, ne? Das hat Mama Krebs aber gar nicht gefallen. Die Babys kaputt gemacht haben. Wir sind schon. Ja, guck. Na klar. Ja, guck. Sieht so aus, als könnte man hinter den Wasserfall. Ja. Los. Die
Hier kann man auf jeden Fall runterhüpfen. Das da kann man vielleicht dann hoch. Come on. Ach, und jetzt sind wir hier an der Stelle, wo man diesen Wasserfall auf der anderen Seite gesehen hat. Schön, schön. Oh, Kartenfragment. Kann man da oben genau, sammeln. Wo man da runterhüpfen kann, genau. Ah ja, okay. Die Dödel sind schon sauer. Aber was macht der denn für ein Spell? Zweiköpfiger Schildkröten-Talisman. Die bessere Version, ne? Von normalen Schildkröten. Ne? Köpfiger Schildkröten. Dorn. Doppelköckig. Mensch. Und das war es jetzt irgendwie schon, ne? Okay. Ja, da geht es dann noch weiter, aber vom Wasserfall her. Ein paar muss man verstecken. Oh. Ja. Guck. Also hier geht's zu diesem anderen Abgrund. Ah, hier geht's nicht weiter. Geht's einfach weiter runter zur Not. Für immer runter. In den Tod. Müssen wir hochhüpfen. Höhle an der Flussmündung. Dann da oben oder was? Ah, hier hängt auch wieder ein Topf an einer Kette an der Wand. Kann man safe auslösen. Ah, hochhüpfen ist nicht. Komm mal eben hier rüber, dass du mal gesehen hast. Ja. Dort oben. Ne? Wo? Kleiner Kessel. Ach da, ja. Bup. Lol. Ne? Ja, guck. Pilzhändler. Klangperle des Pilzhändlers. Immer irgendwie Klangperlen des Pilzhändlers, ne? Ist schon cool. Und von mir aus können wir gleich zwischendrin wirklich mal bei Tafel und Fest vorbeischauen. Auch wegen der Seele von dem Hund, ne? Genau. Genau. Wie der Sohle, wie die Klangperlen. Aber wäre ja jetzt cool, da weiterzukommen, oder war es das jetzt schon? Also hier war es das einfach scheinbar. Nichts Großes passiert. Und da ist mal eine Klangperle gefunden. Ja. Und ein fetter Boss. Worum? Ist okay. Ja, aber wohin dann, um da hochzukommen? Ja, ich denke mal dann immer vor der Seite des Schlosses und dann da so oben drumherum. Links meinst du? Ja, nordöstlich so, sag ich mal halt. Da geht's dann wahrscheinlich weiter und drumherum so. Genau, genau. Okay, dann gucken wir mal's mal. Mhm. Ach so, was? Wobei, wir könnten jetzt auch kurz zu dem Dings reisen, bevor wir das machen. Zu Tafelrundfeste. Tales davon. Jetzt. Ja. Tafelrundfeste. Schon passiert. Ja. Wie viel Uhr haben wir? Ich darf meine Tabletten nicht vergessen. 1, 2, 10, okay.
Erstmal gucken, was die Seele gönnt. Ne? Das interessiert mich immer am meisten. Mhm. Kraft von ich erhalten. Okay, einmal. Was ist das? Zornige göttliche Bestie versteckt die Wirkung von Stürmen. Das ist ein Talisman wahrscheinlich. Und die Wirkung von Stürmen, das heißt, du könntest mit dem Schatten, also mit dem Feuersturm, mit dem Schwarzwirbelsturm, der sowieso schon ein richtig Bruch ist, könntest du noch mehr Schaden mit dem Ding machen, ne? Eieieiei. Und Kriegsasche, göttliches Bestienfroststampfen. Verleiht eine Waffe Affinitäten, Talente. Das hört sich auch sehr schmackhaft an. Ja, so ein Frostbell, ne? Könnte man ja auch zur Not duplizieren irgendwann. Also ein Frostbell ist ja meistens aktuell was für mich. Da müssen wir mal gucken, vielleicht ist das was anstatt halt die Fähigkeit, die ich jetzt auf der Sense habe. So, dann wegen den Klangperlen noch gucken. Klangperle anbieten des Pilzhändlers 1. Kordelhändlers. Ah. Was ist denn hier jetzt überhaupt bitte neu? Manchmal auch schwer auszumachen. Geisterlilien 9. Guck mal, man kann ein Handbuch kaufen von denen. Hör mal, mal. Why not? Das ist gut. Dann zum blauer Losungsring. Ach so, da kann man auf den Hilferuf antworten. Keine Ahnung. Das weiß ich leider nicht. Wahrscheinlich die erstmal diese Pilze. Giftpilz, Rotfleischpilz, Weißfleischpilz. Boah, der Level Up ist schon sehr teuer mittlerweile geworden. Ja. Ja, ich könnte meine Sensor zu dieser Schwarzflammensense machen, dann kannst du mit der Sense ja diesen Spell wieder. Und es gibt ja diese eisige Sense, ne? Da stampfst du ja auch auf den Boden, da kommen ja auch so Eispickel vor allem. Jetzt frage ich mich natürlich, was bei diesem Boss halt so anders daran sein soll. Bei der Bossfähigkeit. Ja. Vermut ja dann mal größer. Ja gut, da ich das mit Wirbel nicht abusen will, weil das halt nochmal stärker ist. Ne? Und wenn das ein Gegner ist, der zu staggern ist, der spielt halt nimmer dann an dem Abend. Deswegen kaufe ich mir jetzt direkt mal dieses Eisding. Weil den Talisman werde ich dann eh nicht gebrauchen können. Und dann teste ich das auch einfach direkt aus, wenn das geht auf einer Sense. Das weiß man ja auch nicht immer, ne? Da. Raureifstampfer, göttliches Bestienfroststampfen. Das eine kostet 10 FP, das andere 18 FP. Also es kostet auf jeden Fall mehr. Wenn es jetzt nicht mehr kann, dann bin ich sauer. So, soll die Waffe Standard sein oder eisig?
Isaac, ja. Und das, Isaac, ne? Ja, ich will auch sagen, dass sie immer Isaac-Schaden macht dann halt auch. Mhm. 127 Isaac löst Frost aus und 50 Blutverlust. Nice. Neu. Na gut. So, gab's sonst noch mit irgendwem, mit dem man hier schnacken konnte? Erstmal gegen die Wand rennen. Nö, in der Zwischenzeit hat jeder verzogen, wa? Ja, hier der Magier, ne? Der steht hier auf einer Kiste. Ist das der Eingenickte, oder wie ist das? Roger. Ja, eigentlich ist der von der Todespest gefallen. Und gestorben. Ist einfach wieder back in the biz. Aber bei mir pennt er. Okay, bei mir macht er gar nichts außer stöhnen. Ah, ja, same. Bei mir hat er aber diese Wurzelrankenpest, aber schwebt in der Luft, ne? Ah, okay. Eigentlich sollte der wahrscheinlich im Vorhang sitzen. Na gut. Ja. Jetzt wieder ab nach Vorderseite des Schlosses. Ja. Nee. Oder doch? Keine Ahnung. Ja. Doch. Und es macht jetzt. Naja. Gut. Ah, es macht einen kleinen Unterschied. Ob das jetzt mehr Schaden macht, weiß ich natürlich auch nicht. Visuell sieht es auf jeden Fall cooler aus, aber der Bereich ist nicht größer geworden. Ja, dann ist das aber nur nach Schaden. Ja. Ich glaube, die können öfters davon Schaden bekommen. Egal, ich lasse das erstmal was drin. So wie das aussah, kommen da öfter Spikes aus dem Boden. Du kannst jedes Mal, wenn da ein Spike aus dem Boden kommt, Schaden kriegen davon. Das wäre natürlich dementsprechend auch wesentlich stärker. Je größer der Mob ist, ne? Noch ein dritter dazu gekommen. Ah, sehr gut. Okay. Treffe ich mich. Ach, schade. Wohin, by the way, direkt den Konter gemacht, weil danach macht man ja einen automatischen Channel Attack. Ne? Nicht mal der Kontermacher. Der Kontermacher. Ja, jetzt. Der Kontor, da sind wir ja runtergegangen. Links müssen wir irgendwie. Hier drunter durch. Hier waren wir safe noch nicht. Lol. Okay, mein Pferd wollte dann nicht weiter. Ah, hier ist auch eine Statue. Zum Respawn. Kann ich auch. Dead. Alright. Good. Alenias Statue, dann bist du direkt hier. Ja, Marikas Wahl, ne? Genau. Stimmt, Alenia war ja anders. Gesegneter Knochensplitter hat er gedroppt. Ah ja. Nur sowas. Nur sowas. Ah, ich habe mich vorher getrunken bekommen. Sad.
Ah, da lebt ja noch einer. Ich bin runtergekickt hier. Oh, ein PC gerade. Mach ich. Ist auch angekommen. Jo, die mobben einen von da oben. Ja, ich konnte ihn nicht erreichen. Einmal ah, ja. Und dann kommt der Midi rein. Nice. Ne, die haben sich schon woanders hingestellt, oder? Mhm. Und Gigante. Ja. Wie, das trifft ihr nicht? So, die beiden da oben dead. Wichtig. Klar, man möchte halt hier das Item aufheben, drumherum stehen jede Menge Fässer. Da geht alles in die Luft, oder? Messmeersoldaten-Axt habe ich jetzt bekommen. Mm. Ja. Ein Schmackofatz. Ja, Stats sind okay, ne? Mhm. Aha. Kann man aber machen. Also in mir sind es halt immer noch 34 Grad. Eieiei. Ja, ich meine halt, der PC heizt halt zusätzlich nochmal auf, ne? Das darf man nie vergessen. Und da es jetzt 36 Grad hier eben waren, es wird halt nicht kühler. Also jetzt wahrscheinlich schon, weil ich Fenster 4 weiter aufgemacht habe wieder, aber... Nach dem Sturm. Genau. Ach. Die haben die Statue einfach weggeworfen und hatten keinen Bock mehr drauf. Kann die noch in der Richtung zeigen, ne? Ja, da sind mehrere gerade. Da vorne ja auch. Da ist ein Gnom. Mensch. Diese hyperaggressiven Dinger sind da vorne. Oh je. Ja. Mit dem kann man bestimmt nicht reden. Nee, nee. Oh, nice. Zwei gewonnen damit. Gut. Ach, Fallen haben die auch wieder aufgestellt. Wieder ja, das ist zu sein, ja. Oh, sorry, ich dachte, es wäre ein Gnom. Mein Bambi getötet hier. Was steht da jetzt? Achso, das ist ein normaler Bär, ne? Ja. Mhm. Auch cleaner One-Tap. Teddy! Rechts brennen Fackeln. Ja, will hier schon lungern. Ah, wir noch zwei aufs genommen. Ah, den Helm von denen bekommen. Könnte man aber super exekutieren, wenn die so lagen oder so, ne? Mhm. Ja. Von oben rein stechen. Nice, das ist so ein Ding. Das ist jetzt eine offizielle Gruft hier. Ja. Müsste ja jetzt auch direkt hier vorne ein Feuer sein. Oder ein Aufzug, genau. So kennt man doch die Höhlen. Allen Höhlen gewaschen. Hier ist Nick. Ah, ich schicke den Aufzug schon mal hoch. Nee, das ist ja Quatsch.
So, guck mal, ob das hat. Ja, Randy hat auch. Ei, was ist das denn? Achso. Das sind die Dinger als Hüpfer oder was? Einfach Steinfrosch sein Vater. Ja. Sehr Opa eher mit so einem Krückstock. Ja, ne? Ah! Jasses. So einer ist das wieder. Ich steh direkt wieder raus aus dem Lachs. Jasses. Ja, muss man jetzt dann da langlaufen oder was? Wie? Na? Hier vorne scheint keins zu sein. No. Ja, nur das eine Plateau, richtig. Hier links oben kann man rein, ne? Ah, da kann man safe nicht drauf springen. Ja. Da kommen wir vielleicht nachher lang. Als Shortcut zurück, ne? Ja, ja, ja. Nice. Lol, was ist das denn? Für ein Spell gewesen. Hui. Ein Großschwert. Ja, hat mir gar nichts gedroppt. Ja. Normal Drop. So. Oh. Da hinten gibt's ein Item. Hier hinein. Tschüss. Hier irgendein Topf oder so hier am Ende. Hier rechts. Ja, Topfmund. Ha? Handbuch? Handbuch der Umwelt und Drachenrettung. Ja. Das hört sich ja sehr interessant an. Und das hat ein. An die Handbuch. Das ist ein Handbuch. Bei der Schildkröte abgeben. Großen, weißen Schildkröte. Oh nö. Ganz kurz Babypause hier an der Stelle, okay? Okay. Bis gleich. Bis gleich. Wo haben wir denn? 23:29, okay. Da muss ich gucken, dass ich nachher nämlich meine Tablette nicht verpasse. Nee, das ist so ein Sud. Das kann ich jetzt machen. Ich muss das nämlich einrühren, hier diese Bakterien. Ah, egal. Das mache ich gerade, ja. Ich mache ganz kurz Pipi-Pause. Auch hier, ne? Hm?